Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Sonne. Das Wasser schimmert im Licht. Möchtest du das Pokéboombi benutzen? Yep. So, in der letzten Folge haben wir den Z-Kristall vom Typ Geist erhalten. Und in dieser Folge gehen wir zurück zu diesem einen Hauptquartier von der Aether Foundation. Aber erstmal möchte ich hier ganz kurz gucken, was hier los ist. Oh, ein wildes Pokémon. Ja, das ist hier los. Wow, oh. Cool, wie es immer ja eine andere Umgebung gibt. Das finde ich richtig klasse. Oh, oh. Geht eine Flucht? Danke. Besser, ich nehme mal Pikachu an die Spitze. Sekunde. Und wieder in der Prüfung bestanden. Jetzt geht's zurück zum Aetherhaus. Ich weiß. Ich will eigentlich... Nein, ich will... Rotom, hör auf damit. Niki. So. Schon besser. Huh? Zurück. Hier blubbert's. Ob es diesmal ein seltenes Pokémon gibt. Sie sagen ja, wenn es blubbert, sind da besonders seltene Pokémon. Aber ich habe da noch nie ein seltenes Pokémon gesehen, wenn es blubbert. Es beißt einfach nichts an. Am Ende ist es eh wieder noch ein Karpador. Na komm. Irgendwas wird da noch kommen, oder? Jetzt. Und? Was ist es? Ein Lusardin. Super, super selten. Wow. Nee, komm, Level 12, Lusardin, Flucht. Das ist jetzt, das brauchen wir jetzt nicht. Gut, schauen wir mal weiter. Was ist denn das hier? Hm? Sieht aus, als ob hier irgendwie mal ein Wasser, ein Dingsturm stand. Oh, Spukball ist auch gar nicht mal so schlecht. Ein Leuchtturm, genau, ein Leuchtturm, das war das richtige Wort. Und bei Spukball möchte ich mal kurz gucken. Da gibt es doch bestimmt auch noch was Tolles. Voltwechsel, ja, ja. Spukball einsetzen. Nehmen wir mal Stadtfuchtler. So viel bei Fuchtler ist halt auch, dass man nicht reagieren kann. Man kann weder ein Item einsetzen, noch das Pokémon auswechseln, noch eine andere Attacke auswählen. Das ist halt sehr unpraktisch. Es war ziemlich effektiv, die Attacke, aber das ist es mir nicht wert. So, und dann schwimme ich hier nochmal kurz alles ab. Hallo, junger Mann. Warum ich nicht auf ein Lapras steige? Na, weil ich schneller schwimme als ein Lapras. Das glaube ich nicht. Lapras ist das beste Mann. Jo, 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 jo. Man muss eigentlich mal diese Animation noch mal genauer angucken. Da guckt er so nach oben und streckt sich und dann so BÄM! Also der Schwimmer, das sieht schon ziemlich merkwürdig aus. Goofer, Goofer! Goofer! Ich hätte gerne ein Goofer Plüschtier. Das wäre super toll, aber sieht auch mega teuer. Ich bin dann so 30 Euro oder so. Oh. Goofer. Oh Gott, ist jetzt Flurein. Nein, Goofer, tu es nicht. Goofer, was tust du? Ich setze die Pika Pika Z-Kraft ein, einfach. Ich meine, es ist nur ein einziges Goofer, ja. Also, wenn ich es jetzt nicht einsetze, ist es eh ganz sinnlos. Und die Animation ist so niedlich. Oh Mann. Tiu! Pika Pika? Oh Mann, ey. Pikachu ist so süß. Das hält sich aus. Oh mein Gott, das arme Goofer. Ja, ja, Pikachu, du warst super. Magenkrempler vom Goofer wirkt. What? Ach, stimmt. Ja, das ist keiner Magenkrempler. Oh. Oh nein, Pikachu. Ja, das ist fieser im Goofer. Mit der Attacke, mit der man es besiegt, also der Schaden, den man anrichtet, bekommt man irgendwie nochmal zurück durch Magenkrempler. Habe ich gerade überhaupt nicht bedacht. Aber naja, was soll's. Pikachu lebt noch.
Ich gucke kurz, ob ich noch irgendwas finde. Irgendein Item oder so. Nee. Der Strand sieht lila leer aus. Schade. Ah, aber noch ein wildes Pokémon. Bestimmt wieder ein Pelipper oder ähnliches. Na? Oh, ein Tentara. Ja, Pikachu. Immer mit der Ruhe. Es ist nur ein Tentara. Ladungsstößchen. Das kam unerwartet. Lass Niki in Ruhe, okay? Oh nein, es ruft um Hilfe. Jetzt wird's eklig. Oh, es kam tatsächlich. Noch ein zweites. Ich fasse es nicht. Okay. Das hier wird doch etwas dauern. Aber Ladungsstoß geht auf alle gleichzeitig. Das gefällt mir. Weiter so. Weiter, weiter. Ja, ja, verschwinde nur Tentara. Dich will eh keiner. Das schafft Niki schon. Oder auch nicht. Oh nein, Niki. Dann nehme ich Cäsar. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich auch mal dringend ins Pokécenter müsste. Okay. Bitte sag mir, dass keine Hilfe kommt. Oh. Ich glaube, Cäsar ist gerade genauso angenervt wie ich. Stimmt's, Cäsar? Jo, er ist es. Cäsar vor dem Wind. So, was machst du jetzt hier noch? Wickel? Oh Gott. Wow, dieser Schaden. Das ist der Wahnsinn. Oh, das, ich glaube, dieser Kampf wird doch ziemlich lange gehen. Boah, es kommt auch noch wirklich immer eins. Okay, Cäsar, das wird noch lange dauern hier. Oh, hau sie einfach alle einzeln um. Irgendwann wird mal kein neues erscheinen. Setzt Wickel ein. Das setzt doch eh schon die ganze Zeit Wickel ein. Was ist dein Problem? Okay, ja, setz Wickel ein, danke für diese äußerst lange Animation. Ja, ist gut, Wickel, wir haben es verstanden. So, let's hier aber. Nun geht's aber los. Oh, danke. So, perfekt. Oh Mann, was für ein langer Kampf. Also jedenfalls dafür, dass es ein wilder Pokémon-Kampf war. Einfach mal so random. Oh Mann, und Cäsar sieht aus wie Sau. Stopp, zurück. Cäsar. Warum muss ich eigentlich Cäsars Schnabel kennen? Kann mir das einer erklären? Oh, Cäsar, du bist der Beste. So, und sonst auch irgendwer? Nö. Alles cool. Dann geht es weiter. Am besten schnell wieder raus aus dem Wasser und dann ab ins Pokémon Center. Das haben mir meine kleinen Esch verdient. Haben sich meine kleinen Esch verdient. So. Schnell weg hier. La 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 la, ich heine hier darum. La 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 la, ich bin ganz schön dumm. Was? Hallo. Guten Tag, willkommen im Pokémon-Sender. Soll ich deine Pokémon wieder fett machen? Ja, hier, mach mal. Mach mal, bitte. Los, Alte. Oh, perfekt. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfett. Ich heile all deine Pokémon auf zur Aether Foundation. Schön ums hohe Gras drumherum. Schließlich haben wir auch schon einen Vulpix. So, ich guck mal ganz kurz. Niki. Ich denke mal, das ist so okay von der Aufstellung her. Gut. Weiter geht's. Weiter, weiter. Oh, da ist Team Skull. Und Tali.
Okay. Wow, den Kleinen habt ihr ausnahmsweise ja mal richtig schnell abgefertigt. Das bin ich von euch lahmen Entern gar nicht gewohnt. Bisher habt ihr euch von jedem dauerhaften Balk, dahergelaufenen Balk fertig machen lassen. Aber um die kümmere ich mich jetzt trotzdem lieber selbst. Jo, Digga. Ich hoffe, du erinnerst dich noch an das. Was ich bei unserem letzten Treffen gesagt habe. Wenn du uns weiter im Weg stehst, machen wir beim nächsten Mal ernst. Sag also nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Oh, Fran ist sauer. Beauty. Baum, bam, boom. Skull-Vorstand Fran fordert dich heraus. Jo, Digga. Setz Goldbart ein, jo, Digga. Richtig krass, Digga, jo. Pikachu! Los, Pikachu, du schaffst das! Wupp, 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 Pika, Pika, Puh. Nimm mal einen Volt-Tackle. Hat zwar einen Rückstoß, aber könnte ein One-Hit werden. Wir machen mal Volt-Tackle. Kampfstrahlen! Nein! Pikachu? Nein! Yeah! Oh, armes Skullbat. Ja, Rückstoß. Wow, der ist relativ hoch. Aber wir bekommen viele Erfahrungspunkte. Das ist gut. Und Cesar erreicht Level 41. Cesar ist eher alles egal. Amphira. Was war denn nochmal Amphira? Jürgen, neues Pokémon. Au, mein Arm. Amphira. Ach, das war Amphira. Dann wechseln wir doch gleich einmal. Auf Geisha. Amphira ist übrigens, ich finde, auch ein relativ schönes Pokémon, würde ich nicht sagen, aber mir gefällt das Design. Yeah, da ist sie. Oh, so handsome, Bitch. Okay, noch mal ran, go. Uff. Funkenflug, dürfen wir wenig ausmachen, denn Bitch, ich bin vom Typ Feuer. Wie wir in der letzten Folge gelernt haben. Und bye, Amphira. Oh. Wow. Dinge, die man gerne liest. Ich kann mich selbst nicht mehr ausstehen. Oh Mann, das ist ganz schön hart. Mann, du hast echt drauf. Jetzt verstehe ich, warum die Jungs sich nicht in 0, nichts vom Platz wegen können. Darum will unser Boss wahrscheinlich auch, dass du Team Skull einen Besuch abstattest. Damit du das auch tust, haben wir ein Pokémon aus dem Haus hier mitgehen lassen. Wenn du willst, dass wir es zurückgeben, musst du zu uns kommen. Und zwar alleine. Unser Boss kann es kaum erwarten, dich in unserer Basis in Po-U willkommen zu heißen. Po-U. Yo, Digga, yo. Oh. Kämpfe, bei denen so viel auf dem Spiel steht, machen irgendwie keinen Spaß. Oh nein, hoffentlich geht es allen gut. Armes kleines Magunio. Oh, das werden sie uns büßen. Aber ich muss zugeben, das war ein ziemlich cleverer Schachzug von diesen Hohlschädeln. Es gibt nur eine Möglichkeit, das Pokémon zu retten. Yume muss alleine nach Po-U gehen. So wie sie es gesagt haben. Genau, denn in Po-U befindet sich auch das Hauptquartier von Team Skull. Aber keine Sorge, ich kenne da jemanden, der dir helfen kann. Vielleicht helfen kann. Such einfach auf Route 15 nach einem Mann in einem sehr auffälligen Outfit.
Bitte hilf meinem kleinen Magunio. Ich gebe dir auch das hier dafür. Oh, ein Sonderbonbon. Okay, auf Route 15 noch einmal auf helligen Mann. Hoffentlich geht es der Magunio gut. Schnell, wir müssen ihm helfen. Route 15. Okay, da oben also. Gut, ich gehe trotzdem noch mal ganz kurz ins Pokémon Center. Und kratze kurz noch mal eine Nase. Tut mir leid. Dom, dom, okidoki, loki. Ich wäre eigentlich am liebsten jetzt über die Barriere weitergegangen, aber anscheinend komme ich da noch nicht entlang. Ach, das war keine Barriere, das sind die Bauarbeiten gewesen. Okay, ich habe dir was gesagt. Ich dachte, das wäre wieder so eine typische Barriere gewesen. Guten Tag, Emilia hier, fett machen und so. Please. Dom, 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 dom. Vielen Dank für deine Geduld, deine Pokémon sind der Topfeld, bitte bei Rotbett wieder. Ich würde mich so freuen, deine halb verstorbenen Pokémon wieder zusammenfliegen zu dürfen. Mhm. Darf ich jetzt hier lang? Nee, hä? Die Pokémon-Liga von Alola befindet sich derzeit im Aufbau. Okay, ich kann den wirklich nicht lang. Nun gut. Taurus Ramburg, schnell wieder Wind. Wie das himmlische Kind. Huhu! Oh. Huhu. Hier geht's lang. Mann im auffälligen Outfit. Das Outfit da ist sehr auffällig. Hallo, Mann im auffälligen Outfit. Ach du grüne Neune. Habe ich etwa irgendeinen wichtigen Tag verschwitzt? Die Trainer geben sich ja heute regelrecht die Klinke in die Hand. Aber ist auch nicht weiter wichtig. Ich bin Astor. Wie wäre es mit einem kleinen Spielchen, wenn du schon einmal hier bist? Kannst du erraten, auf welcher Seite die Münze landen wird, die ich werfe? Weder noch. Wow. Und das, obwohl ich geplant hatte, die Münze von einem auf... Was? Obwohl ich geplant hatte, die Münze von einem der im Himmel kreisenden Panzereuron spitzen zu lassen. Du hast gewonnen. Hä? Als Belohnung sorge ich nun dafür, dass du per Po... Hä? Wie? Ich habe gewonnen. Was? Ich verstehe es gerade nicht. Na gut. Als Belohnung sorge ich dafür, dass du per Pokémobilfunk Tohaito herbeirufen kannst. Spring am besten gleich auf und mache dich mit ihm vertraut. What? Ich habe jetzt das nicht verstanden. Vielleicht hältst du mich für aufdringlich, aber lass mich dir trotzdem einen Tipp geben. Drückst du den B-Knopf, während du auf Tohaito reitest, kannst du mit einer Tohaito-Düse mühelos Felsen zertrümmern, die dir den Weg versperren. Wenn ich noch etwas anmerken dürfte... Am Ende von Route 16 liegt die Stadt Po-O. Dort treibt gerade Team Skull sein Unwesen. Solltest du also dorthin wollen, ist äußerste Vorsicht geboten. Nach Po-O? Also, es klingt ein bisschen verängstigend, aber da müssen wir wohl durch. Das glaube ich auch. Cool. Tatsache. Tohaito-Düse. Sieht schon ein bisschen dumm aus, oder? Yeah. Kann ich noch die großen kaputt machen? Geile Sache das. Verschärft hier, Digga. Okay, dann düsen wir. Wow! Wuhu! Spaß meines Lebens! Wuhu! Wenn es echt noch so geil wäre. Wow! Wuhu! Was gibt's hier? Wo bin ich? Da schon eine Trainerin zu sein, die sich so komisch umguckt. Soll ich mal Anastasia nach vorne nehmen? Macht doch eigentlich mal eine Idee, oder? Ich meine, sie ist Level 32. Sie kommt eigentlich ganz gut mit. Schauen wir mal. Hey, hey, hey. Zeigt euch meine Pokémon. Auf in den Kampf. Mhm. Yay!
ich bin Lara, eine Pokémon-Trainerin. Mhm. Ich habe einen Vulpix, guck, das ist voll schön. Ich auch. Okay, cool. Das kam jetzt doch unerwartet. Ja. Würde. Ich weiß nicht. Der merkwürdigste Pokémon-Kampf seit... keine Ahnung. Okay, die Frage ist jetzt, was jetzt... Erstmal, Ludo Vulpix ist doch, Eis. Aber einfach nur Eis, oder? Ich bin mir aber nicht sicher. Gott, meine Hand. Gut. Puh. Dann nehmen wir einfach mal, ja... Kyoto oder Geisha? Geisha braucht ein bisschen mehr Training. Los! Du schaffst es! Los, Geisha! Oh nein! Oh Gott, das setzt Aurora-Strahl ein. Ja. Das Fluch wirkt. Das war's wohl. So, Felskrab. Oh nein, Bodyguard. Ob das was kriegen wird? Ja. Komm aber jetzt. Wow! Ey, voll krass am Ausweichen. Scheiße, das kann auch Sondersensor. Du musst schnell sein, Geisha. Sonst war's das hier. Komm, schnell einmal drauf. Weil wenn das Vulpix Sondersensor einsetzt, sehe ich schwarz für uns. So, perfekt. Danke, Geisha. Du bist die Beste. Oh. Gut. Hallo. Wechseln wir mal auf Kyoto. Mit Knirscher. Knirscher. Entschuldigung. Na, Alpollo? Ja, schon ein bisschen beängstigend. Aber wir haben unser Alpollo ja gar nicht mehr. Oh nein, das ist jetzt einfach Kung Fu Strahl. Dann die ist gar nicht mal so schlecht. Ist das eine Ass-Trainerin? Ja, ne? Das wird einiges erklären. Oh, danke, Kyoto. Du bist super. Oh, danke, Kyoto. Du bist super. Okay, was kommt als nächstes? Ja. Oh, cool. Nein, lass mal. Knuddeluff! Wir kämpfen mal weiter. Knuddel! Oh, ist das nicht süß? Das kann bestimmt Knuddeluff. Was nicht sehr gut wäre, aber was will man machen? Dynamische Maxi-Flamme? Ach scheiße, ich hab vielleicht vergessen, dass Kyoto verwirrt ist. Aber anscheinend klappt es trotzdem. Wupp, wupp. Yeah! Dynamische Maxi-Klappe wurde aktiviert. Auf! Hallo! Ciao! Diese Explosion dazu immer noch so. Man denkt einfach nur so, what the hell? Okay, Knuddeluff igelt sich ein. Flammenwurf. Ach, stimmt. Ich vergesse jede Runde, dass Kyoto verwirrt ist. Aber irgendwie, bis auf das die Meldung kommt, passiert auch nichts. Das finde ich gut. Perfekt. Tschüss. Kyoto ist echt heiß. Und erreicht Level 40. Wow. Als erlernt, glaube ich, Kyoto sogar schon Flammenblitz. Dann kann ich es weiterentwickeln. Geil. Okay, meine Kleinen, zocken eure Bälle. Wie sie guckt, so. Nee. Oh, ein Item. Eine Attacke vermutlich. Stromstoß.
klingt interessant. Ich schnüffel hier mal noch ein bisschen rum. Man kann ja nie wissen. Hier scheint also überall rein gar nichts zu sein. Na, schön. So, bei Stromstoß möchte ich mal kurz schauen. Stromstoß klingt nämlich ziemlich gut. Wir gucken einfach mal. Stromstoß, entweder erzeugt Spannung und greift an, indem er geht dir selbst leichten Schaden. Kann sogar, Kyoto erlernen. Frage ist, ob sich das lohnt. Ich mach's mal statt Gegenschlag. Ich meine, hallo, der Elektroattacke einfach mal so, als Feuer-Pokémon, warum nicht? So, cool. Jetzt überlege ich. Ach, weiter. Ja. Huhu! Best day of my life! Oh, ups. Den habe ich gar nicht gesehen. Ich mache im Kampf viel vom Wassergebrauch. Wird ein nasser Spaß. Dann mach dich darauf gefasst. What? What? No. Wie sich der Fomo so streckt, das sieht so dumm aus. Na, Nestor. Tentoxa. Ach du Scheiße. Oh. Das ist, glaube ich, nicht so gut gerade, oder? Nee. Ich vergesse immer, dass, ich denke immer aus irgendwelchen Gründen, dass Vulpix, vom Zweityp, Fee ist. Aber ist es ja nicht. Tentoxa war Wassergift, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Oh, mein Arm tut so weh. Ich bin so ein Weichei. Oh, Mann. Oh. Weichei, so. Ich erkenne jetzt eigentlich erst, dass Tentoxa hinten ja auch noch so einen riesigen Schnabel hat. Dass es quasi wie so ein Mund ist. Das ist voll gruselig. Und das war gerade bitte sehr effektiv. Okay. Dann habe ich das Gefühl, ich wechsle mal ganz dringend Anastasia raus. Das ist, glaube ich, das Beste für alle. Oh Mann. Pika! Oh, Blubstrahl. Oh, Pentoxa ist schon ganz schön ätzend. Oh, und stark. Ätzend und stark. Na gut. Das. Super Pika-Projektil. Oh, und schnell ist es auch noch. Hör auf, Pikachu hier anzurotzen. Meine Güte. Entschuldigung. Ich bin da jedes Mal wieder verzaubert. Ich kann mir das nicht oft genug angucken. Es ist einfach so niedlich und klein und. Oh mein Gott. Pika, Pika? Ah. Und die Wirkung war auch nicht zu verachten. Tentoxa ist Geschichte. Ah, ein Glück. Oh, und Anastasia erreicht Level 33. Hat sich also auch voll gelohnt. Oh, blubber, blubber, blubben. So viel Wasser wollte ich eigentlich nicht schlucken. Vermutlich ist es auch noch Salzwasser. Passt lieber auf. Langsam würde ich gerne mal irgendwo. Ah, da vorne scheint ein Pokesender zu sein. Hui! So. Bevor ich hier irgendwas mache, ab ins Pokémon Center mit uns. Ja, hier. Au. Oh. Sieht ein bisschen größer aus als ein normales, oder? Da bilde ich mir das nur ein. Ich weiß nicht. Hallo. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Wie sollen wir deine Pokémon wieder fit machen? Ja. Wow, okay, dann nehme ich deine Pokémon in meine Obhut. Wie immer dasselbe. Vielen Dank für deine Geduld. Was quatscht ihr hier so? Pokémon mit der Fähigkeit Chemiekraft können die Fähigkeit eines kampfunfähigen Pokémon geworden mit Schadens übernehmen. Aha. Pokémon mit der Fähigkeit Receiver können die Fähigkeit eines kampfunfähigen Pokémon übernehmen. Dann, da. So. Oh, was ist hier? Ah, ich sehe schon. Ja. Der Zikadewürfel leuchtet und macht so verschiedene Sachen. Mit der Tohaido-Düse zerstörst du selbst Felsen im Wasser. Wer wäre bei einem Zusammenstoß von Taurus und Tohaido wohl der Sieger?
Frage ich mich auch. Ja, voll ist klar. Die Flecken meines Pantiers sind eindeutig am fleckigsten. Sieh es dir doch nochmal an. Von oben bis unten Flecken. Ach, einer schöner als der andere. Alle Pantier sind gefleckte Augenweiten, aber das Pantier rechts ist das schönste. Größe, Farbe, Muster, seine Flecken sind einfach makellos. Was soll man sagen? Sie sehen alle gleich aus. Tipps für Trainer. Auf der Fitnessinsel im Pokémon-Resort kannst du bis zu 18 Pokémon trainieren lassen. Ein AP Plus. Perfekt. Du bist ein komischer Forscher. Der etwas komisch ist. Hallo Forscher-Typi, der komisch ist. Hi. Ups, ich wollte eigentlich mit dem Forscher reden und nicht in einen wilden Pokémon-Kampf verwickelt werden. Mit einem Pilipper auch noch. Um Himmels Willen, was machen wir denn da nur? Na, Anastasia, fällt dir da was Tolles ein? Oh nein, Niese von Pilipper wirkt es. Niese. Okay. Aurora-Strahl. Denn wie wir alle wissen, sind Eisattacken gut gegen Flug-Pokémon. Wow. 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 Haha. Immerhin habe ich einmal Glück. Gut, ja, Anastasia, ich habe gehört, Niki übernimmt mal bitte kurz. Oh Mann. Tut mir leid, Anastasia, das war wohl doch nicht so gut wie erwartet. Aquarelle. Alter! Was bist du denn bitte für ein. Bist du Sabetabetabe? Was ist denn hier los? So, und vorbei mit dem Unfug hier. Und ey, das Pilipper ist ja Wahnsinn. Meine Güte. Ist ja gruselig. Da renne ich am liebsten gleich nochmal ins Pokécenter. Anders geht's nicht. Wow. Item? Wie komme ich an das Item? 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 Ich will das Item. Ich will ein Pump muss rüberlaufen. Bissbug umschnüffeln. Taurus zerrammeln. Drüber springen? Mano! Okay, gut, nochmal ganz schnell Pokémon heilen. Wieder topfit. Ja. Das Pilipper hat gerade damit Team halb zerfickt. Ja, bitte kümmern Sie sich mal. Danke. Oh Mann. Ich weiß, Mensch, so ganz nebenbei möchte ich mal zugeben, dass ich keine Ahnung habe, wo wir uns eigentlich gerade hier befinden. Irgendwo. Über Wasser. Cool. Gut, das finden wir hoffentlich in der nächsten Folge heraus, wenn es wieder heißt, wir Let's Play Pokémon Sonne. Och Gottchen. Okay, ciao.